Papa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Ein sehr heißer Tag. Die Sonne scheint. Es ist ein sehr heißer Tag. Was für ein schöner heißer Tag. Peppa und Schorsch tragen Gummistiefel. Sie wollen durch die Matschepfützen springen. Ich liebe Matschepampe. Oh. Oh je, die Sonne brennt so heiß, dass alle Pfützen ausgetrocknet sind. Mama, Papa, die Pfützen sind alle hart. Wir können nicht mehr reinspringen. Nicht schlimm, Peppa. Es ist heute so warm, ihr könnt stattdessen im Planschbecken baden. Das Planschbecken, toll. Zieht erst mal eure Badeanzüge an. Ja, Mama. Peppa und Schorsch tragen ihre Badeanzüge. Mama Wutz trägt ihren Bikini. Papa Wutz trägt seine Badehose. Die Sonne brennt so heiß. Ihr braucht Sonnencreme. Das ist ölig und eklig. Bäh. Hohoho. Macht nicht so ein Theater. Ja, wir müssen uns alle eincremen. Oh. Los, komm, Schorsch. Pumpen wir Luft ins Planschbecken. Papa Wutz pumpt Luft ins Planschbecken. Babyeierleicht. Peppa hält den Schlauch und Mama Wutz dreht den Hahn auf. Wo bleibt das Wasser? Im Planschbecken ist es einfach herrlich. Eiscreme, Eiscreme. Frau Mümmel, die Eiscreme-Frau. Eiscreme. An sehr heißen Tagen verkauft Frau Mümmel Eiscreme. Mama, Papa, kriegen Schorsch und ich ein Eis? Na klar, schließlich ist heute ein besonders heißer Tag. Hurra! Bringt ihr mir auch ein Eis mit? Alle mögen Eiscreme. Hallo, Mama Wutz, Peppa und Schorsch. Hallo, Frau Mümmel. Was hättet ihr denn gerne? Kann ich bitte ein Hörncheneis haben? Aber natürlich, Peppa. Danke. Dasselbe für mich und für Papa Wutz, bitte. Und was darf es für den kleinen Schorsch sein? Saurier. Einen Saurier? Dummer Schorsch. Sausier ist das einzige Wort, das Schorsch sagen kann. Tja, zufälligerweise habe ich gerade ein Saurier-Eis für dich dabei. Saurier. Schorsch, nun iss mal dein Eis, bevor es schmilzt. Saurier. Schorsch findet das Saurier-Eis so schön, dass er es nicht essen will. Danke sehr, Frau Mümmel. Genieß das Wetter. Schorsch, du solltest dein Saurier-Eis jetzt wirklich essen, bevor es schmilzt und zu Boden fällt. Oh je, Schorsch Saurier-Eis ist geschmolzen und runtergefallen. Wein doch nicht, Schorsch. Papa gibt dir von seinem Hörncheneis bestimmt gerne was ab. Es ist so heiß, dass Papa Wutz eingeschlafen ist. Papa Wutz sieht erhitzt aus. Wir spritzen Wasser auf Papa, dann kühlt er ab. Gute Idee, Peppa. Baby, was? Du warst ganz rot und heiß, Papa Wutz. Wir haben dich mit Wasser bespritzt. Oh, verstehe. Danke, Peppa. Schaut, die Pfützen. Los, Schorsch, wir holen die Stiefel. Peppa und Schorsch tragen ihre Gummistiefel. Peppa und Schorsch mögen heiße Tage. Aber noch lieber mögen sie Pfützen. Chloes Puppentheater. Peppa und ihre Familie besuchen Onkel Wutz, Tante Wutz und Cousine Chloe Wutz. Onkel Wutz schläft nach dem Essen bestimmt wieder ein. So wie immer.
Papa Wutz, das solltest du über deinen eigenen Bruder nicht sagen. Schon gar nicht vor den Kindern. Aber stimmt doch. Onkel Wutz isst immer zu viel und schläft danach ein. Danach schnarcht er laut, etwa so. Peppa, Schorsch, vergesst, was ich gerade über Onkel Wutz gesagt habe. Ist gut, Papa. Peppa und ihre Familie sind bei Onkel und Tante Wutz zu Hause angekommen. Hallo, Tante Wutz und Onkel Wutz. Hallo. Hallo zusammen. Hallo, großer Bruder. Onkel Wutz ist Papa Wutz' Bruder. Chloe Wutz ist Peppas und Schorschs Cousine. Hallo, Chloe. Hallo, Peppa. Hallo, Schorsch. Ich muss euch was zeigen. Warte auf uns. Das ist mein neues Puppentheater. Mein Papa hat es für mich gebaut. Boah. Ich habe schon zwei Puppen gebastelt. Diese hier heißt Chloe. Hallo, ich bin Chloe Wutz. Und das hier ist mein Papa. Onkel Wutz. Hallo, Peppa. Ich bin Onkel Wutz. Chloe, können ich und Schorsch auch eine Puppe basteln? Ja. Chloe malt der Puppe ein paar Augen. Darf ich den Mund malen? Ja, klar. Ich heiße Peppa. Schorsch, welche Puppe möchtest du denn haben? Sausia. Ein Dinosaurier? Für Schorsch ist einfach immer alles ein Sausia. Na gut, eine gruselige Saurierpuppe. Chloe bastelt Schorsch eine Saurierpuppe. Und noch spitze Zähne. Fertig, ein gruseliger Saurier. Essen ist fertig. Wir kommen. Und nach dem Essen spielen wir Puppentheater. Hurra! Tante Wutz hat Spaghetti gekocht. Diese Spaghetti sind so lecker. Die besten Spaghetti überhaupt. Man merkt, dass ihr zwei Brüder seid. Ihr seid euch sehr ähnlich. Wie meint ihr das? Wir sind doch ganz verschieden. Peppa, Schorsch und ich spielen für euch gleich Puppentheater. Wunderbar. Ruft uns, wenn es soweit ist. Bis später. Ein Puppentheater, das klingt gut. Habe ich noch Zeit für ein bisschen Spaghetti? Und bekomme ich auch noch welche? Gleich beginnt das Puppentheater. Hallo, ich heiße Chloe. Und ich bin Peppa. Ein Dinosaurier! Ein gruseliger Saurier! Wirklich? Das ist sehr gut! Bravo! Ich bin Onkel Wutz. Hallo, Onkel Wutz. Hallo, Peppa. Ho, ho, ho! Sieht wirklich aus wie du. Aber mein Bauch ist eigentlich nicht so dick. Ho, ho! Hat mir mein Essen geschmeckt. Onkel Wutz? Schläfst du gleich wieder ein und schnarchst so wie sonst immer? Wie meinst du das? Papa sagt, du schläfst ja immer ein und schnarchst ganz laut, etwa so. Hoho, dein Papa hat recht. Ich schnarche wirklich immer so. Papa Wutz, du hättest das über Onkel Wutz nicht sagen dürfen. Ich glaube, Papa Wutz und Onkel Wutz können uns nicht hören. Papa Wutz und Onkel Wutz sind eingeschlafen. Man merkt, dass sie Brüder sind. Ist was passiert? Hä? Hat das Puppentheater schon angefangen? Papa wird fit. Mama Wutz guckt ein Fitnessprogramm im Fernsehen. Und weiter, so ist es gut. Beugen, strecken. Ah, ich liebe Fernsehen. Was guckst du, Mama Wutz? Das ist eine Sendung mit Gymnastikübungen, um fit zu bleiben. Zum Glück muss ich nicht trainieren. Ich bin natürlich fit. Du siehst aber nicht sehr fit aus, Papa. Dein Bauch ist ein bisschen dick. Ich bin sehr fit. Ich zeig's dir. Was soll ich zuerst machen? Deine Zehen berühren. Guck so.
Das ist leicht. Papa, hör auf, so zu tun, als könntest du das nicht. Ich tue aber nicht so, Peppa. Papa Wutz kann seine Zehen wirklich nicht berühren. Oh je, Papa, das ist aber nicht sehr gut. Vielleicht sollte ich doch etwas trainieren. Ja, Papa. Und ich beginne gleich morgen. Papa Wutz, du musst mit dem Training jetzt anfangen. Oh. Keine Sorge, Papa. Ich helfe dir dabei. Oh, na gut. Peppa, du wirst meine Trainerin. Was soll ich zuerst machen? Zuerst machst du ein paar Liegestütze. Das ist leicht. Eins. Zwei. Fertig. Sehr gut, Papa. Und jetzt machst du davon 100. 100? Ja. Kommt, Kinder, helft mir beim Kochen. Ich helfe auch. Nein, Papa. Du musst noch 100 Liegestütze machen. Oh. Eins. Zwei. Mama Wutz, Peppa und Schorsch bereiten in der Küche das Essen vor. Papa Wutz macht immer noch Liegestütze. Papa macht das sehr gut. Neun. Ja, ich hoffe nur, er übertreibt es nicht. Ich geh mal nachsehen. 13. 14. 15. 16. 17. Papa Wutz, du schummelst. Du solltest doch Liegestütze machen. Oh, da war gerade was Interessantes im Fernsehen. Schlimmer, Papa. Vielleicht geht es besser mit meinem alten Trimmrad. Aha, das macht bestimmt Spaß. Da kann ich gleichzeitig Rad fahren und Fernsehen. Das ist unmöglich. Das Trimmrad ist zu laut. Ich kann das Fernsehen nicht hören. Aber irgendwie musst du ja fit werden. Ich weiß es. Du kannst mein Fahrrad haben. Ja, da kommst du auch noch an die frische Luft. Papa Wutz will mit Peppas kleinem Fahrrad fahren. Papa, hier sind die Pedale. Das sind die Bremsen. Und hier ist die Klingel. Ja, ja, danke, Peppa, ich weiß. Tschüss. Das ist kinderleicht. Fit zu werden ist ganz schön anstrengend. Jetzt werde ich fit, ohne dass ich treten muss. Papa Wutz fährt sehr schnell. Oh, ich sollte langsamer fahren. Die Bremsen bremsen nicht genug. Hilfe! Papa Wutz ist schon lange Zeit weg. Mama, wo bleibt Papa denn? Keine Sorge, Peppa. Papa hat bestimmt großen Spaß, wenn er so lange fortbleibt. Papa, wo warst du denn? Ich bin den ganzen Hügel runtergesaust und hinterher musste ich alles wieder hochschieben. Oh, armer Papa Wutz. Na ja, wenigstens habe ich trainiert. Ja, heute schon. Wie meinst du das? Morgen machst du weiter mit dem Training. Was? Papa, um fit zu werden, musst du jeden Tag trainieren. Auweia. Keine Sorge, Papa. Ich bin doch deine Trainerin. Ja, das bist du allerdings. Aufräumen. Peppa und Schorsch spielen in ihrem Kinderzimmer. Schorsch, wir spielen Puppen und Dinosaurier. Was ist das? Das sieht aus wie ein scheußliches Monster. Sausier. Ah, ein Dinosaurier. Hilfe, Hilfe. Ah, Hilfe, Hilfe. Papa Wutz ist im Wohnzimmer und liest Zeitung. Mama Wutz liest ein Buch. Was ist denn da oben los? Ah, Hilfe, Hilfe. Peppa, Schorsch, was macht ihr da? Was ist das für ein Lärm? Oh, Hilfe! Oh.
Was zum Himmel ist hier los? Was für ein Radau! Und guckt mal das Chaos auf dem Boden an. Jemand könnte stolpern und sich wehtun. Jemand ist bereits gestolpert und hat sich wehgetan. Oh je, armer Papa Wutz. Kommt, Kinder, wir räumen gleich ein bisschen auf. Aber Mama, wir spielen Puppe und Dinosaurier. Ihr könnt weiterspielen, wenn ihr aufgeräumt habt. Aber das ist alles von Schorsch. Ach, wirklich? Also gehört dann Schorsch dieses hübsche Kleidchen? Nein. Vielleicht sind doch ein paar Sachen von mir. Genau. Ich helfe Schorsch beim Aufräumen und Mama Wutz hilft Peppa. Wir machen einen Wettkampf. Mädchen gegen Jungs. Gute Idee. Mal sehen, wer von uns schneller ist. Auf die Plätze, fertig, los. Haha, wir gewinnen. Tut er nicht. Da. Oh, was ist das? Teddy, ich hab dich schon gesucht. Schnell, Peppa, räum Teddy in den Spielzeugkorb. Hinein. Und jetzt die Bücher. Sehr hübsch. Was haben wir denn hier? Sausier. Das stimmt. Es ist ein Buch über Dinos. Es ist Schorschs Aufklapp-Dinosaurier-Buch. Das ist ein Tyrannosaurus Rex. Tyrannosaurus Rex. Stimmt, genau. Oh, das ist ein Brontosaurus. Brontosaurus. Ja. Und das ist ein Triceratops. Triceratops. Gut gemacht, Schorsch. Schorsch liebt Dinosaurier. Papa, Schorsch, ihr räumt ja gar nicht mehr auf. Ihr habt verloren. Ach ja, der Wettkampf. Schnell, Schorsch, stell das Buch ins Regal. Papa, du räumst wirklich langsam auf. Mama und ich werden gewinnen. Nein, wir werden gewinnen. Ja, wir gewinnen. Nein, wir gewinnen. Alle haben gewonnen. Seht mal, wie aufgeräumt es ist. Hurra! Was für ein aufgeräumtes Zimmer. Gut gemacht, alle miteinander. Mama, wo wir doch alles aufgeräumt haben, können wir jetzt wieder Puppe und Dinosaurier spielen? Ja, jetzt könnt ihr gerne weiterspielen. Yippie! Wo sind meine Puppen? Wo ist dein Dinosaurier? Hier sind sie ja! Sausia! Ah, da ist ein Dinosaurier! Hilfe! Hilfe! Oh je, wie sieht es denn hier schon wieder aus? Oh. Oh. Nun, immerhin war es mal kurz aufgeräumt. Auf dem Spielplatz. Peppa und Schorsch sind mit ihren Freunden auf dem Spielplatz. Molly, Mieze und Pedro Pony klettern auf dem Klettergerüst. Nee. Miau. Luzi Locke, Klausi Kleff und Luisa Löffel rutschen auf der Rutsche. Hui. 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 Peppa schaukelt auf der Schaukel. Mama, Mama, schubs mich an. Bist du soweit? Ja, aber bitte schubs richtig doll. Hui! Höher, Mama! Hui! Schorsch möchte auch mal schaukeln. Jetzt bist du dran, Schorsch. Gut festhalten. Ich möchte Schorsch anschubsen. Aber nicht so feste, Peppa. Ja, Mama! Halt dich fest, Schorsch. Hui. Oh je, Peppa hat Schorsch zu sehr angeschubst. Schorsch schaukelt nicht gern so hoch. Peppa, du weißt doch, dass Schorsch davor Angst hat. Entschuldigung, Schorsch. Wir gehen aufs Klettergerüst. Hallo, Luzi. Hallo, Klausi. Hallo, Peppa. Hui.
schaukelt alle falsch. Seht her, so schwingt man nämlich richtig rüber. Bahn frei! Achtung, fertig, los! Hui! Guckt alle her, ich fliege wie ein Vogel. Oh, ich komme hier nicht raus. Peppa steckt im Reifen fest. Das ist nicht witzig. Ein bisschen witzig sieht es schon aus. Wir holen dich da raus. Peppas Freunde helfen alle mit. Hurra! Danke alle miteinander. Schorsch, möchtest du auch auf das Klettergerüst? Das Klettergerüst ist sehr hoch. Schorsch ist nicht gern so hoch oben. Entschuldige, Schorsch. Komm, wir gehen auf die Rutsche. Ja, die Rutsche. Yippie! Peppa liebt die Rutsche. Alle lieben die Rutsche. Mama, Papa, guck mal her. Achtung, fertig, los. Hui. 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 Schorsch möchte auch mal rutschen. Bist du sicher, Schorsch? Das ist aber hoch. Also gut, ich helfe dir bei der Leiter. Oh je, das ist ein bisschen zu hoch für Schorsch. Keine Sorge, Schorsch, wir rutschen zusammen. Papa, du bist zu dick, um runterzurutschen. Da irrst du dich, Peppa. Ich bin nicht zu dick. Zurücktreten! Achtung! Fertig! Los! Papa Wutz steckt fest. Das ist nicht witzig. Es sieht aber sehr witzig aus, Papa. Ich fürchte, es sieht wirklich witzig aus. Wir müssen dich runterschieben. Hui! Oh! 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 Ah! Ah! Papas Dickbauch ist genau wie eine Hüpfburg. Schorsch hüpft gerne auf Papas Dickbauch. Jetzt hat Schorsch keine Angst mehr, hoch oben zu sein. Papa hängt ein Bild auf. Mama und Papa Wutz haben ein neues Bild von Peppa und Schorsch. Seht mal, das schöne Bild sollten wir an die Wand hängen. Das mache ich schon. Ich bin der Heimwerker-Experte hier im Haus. Bist du sicher, dass du das schaffst? Natürlich. Ich hau einfach einen Nagel in die Wand und hänge das Bild dran. Sehr gut. Ich bin da mal weg, Oma und Opa besuchen. Also, bis später. Und macht bitte keine Sauerei. Sauerei? Wiedersehen. 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 Papa, dürfen wir dir helfen beim Bild aufhängen? Ihr dürft zugucken, dann lernt ihr, wie man es richtig macht. Als erstes brauche ich ein Maßband. Und einen Bleistift. Da schlage ich nachher den Nagel ein. Mach die Wand nicht kaputt, Papa. Ho, 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 ho. Jetzt brauche ich einen Hammer und einen Nagel. Trete zurück, Kinder. Jetzt seht ihr einen Handwerker in Aktion. Papa Wutz will jetzt den Nagel in die Wand schlagen. Mach die Wand nicht kaputt, Papa. Ho, 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 ho. Sei nicht albern, Peppa. Kinderleicht. Oh, so war das aber nicht gedacht. Papa Wutz hat ganz viele Risse in die Wand gemacht. Oh, Papa, jetzt ist die Wand kaputt. Ach was, die paar Risse, da hängt das Bild drüber. So. Ich sehe die Risse immer noch, Papa. Ja, ich werde den Nagel rausziehen und die Risse zuspachteln. Mach keine Sauerei, Papa. Sei nicht albern, Peppa. Gleich habe ich ihn. Oh! Oh,
Jetzt ist die Wand aber richtig kaputt. Meinst du, dass Mama was merkt? Ja, das wäre gut möglich. Schnell, Schorsch! Was machen die beiden? Papa, wir können dich sehen. Papa Wutz muss die Wand reparieren, bevor Mama Wutz nach Hause kommt. Ziegelstein bitte. Zuerst füllt Papa Wutz das Loch mit Ziegelsteinen. So. Als nächstes verputzt Papa Wutz die Steine. Hohoho, ho, kinderleicht. Dann streicht Papa Wutz die Wand an. So gut wie neu. Die Wand ist repariert. Hurra! Aber guckt euch mal diese Sauerei an. Du meine Güte, hier muss aufgeräumt sein, bevor Mama kommt. Zuerst wäscht Papa Wutz schnell Peppa und Schorsch. Dann saugt Peppa den Boden. Und Papa Wutz räumt das Werkzeug auf. Mama! Mama Wutz ist wieder da. Mama! Mama ist da! Schnell, wir tun, als wäre nichts passiert. Hallo! Hallo! Was habt ihr gemacht? Oh, gar nichts. Ja, das scheint mir allerdings auch so. Ich dachte, du wolltest das Bild aufhängen. In der ganzen Aufregung hat Papa Wutz vergessen, das Bild aufzuhängen. Oh. Na, ich bin ja kein Experte, aber ich glaube, es ist ganz leicht. So. Das sah ja ganz leicht aus. Aber als du es versucht hast, Papa, sah es ganz schwer aus. Sch, Peppa, keinem was verraten. Am Strand. Peppa und ihre Familie machen einen Ausflug an den Strand. Peppa und Schorsch lieben den Strand. Was für ein Haufen Zeug. Wir müssen aufpassen, dass wir nichts vergessen, wenn wir gehen. Sonnenschirm, Strandtasche, Handtücher, Eimer und Schaufeln und ein Wasserball. Gut, aber bevor ihr spielen geht, müsst ihr eingecremt werden. Die Sonne ist sehr heiß, deshalb brauchen Peppa und Schorsch Sonnencreme. Kommt, wir testen mal den Wasserball. Scheint zu funktionieren. Was für ein großartiger Wasserball. Schorsch, du wirfst den Ball und ich fange ihn. Schorsch, fang! Oh je, Schorsch ist zu klein, um den Ball zu fangen. Mach doch nicht, Schorsch. Willst du mit Peppa vielleicht im Meer planschen? Ja, Papa, bitte. Zieht erst eure Schwimmflügel an. Das war's schon. Du siehst sehr schick aus mit Schwimmflügeln, Schorsch. Und jetzt komm ich dran. Gut. Jetzt geht's ab ins Wasser. Hurra! Ist das Wasser kalt? Es ist herrlich und warm. Oh! Halt, halt! Du hast angefangen, Papa Wutz. Ups! Ich glaube, wir haben genug gespritzt. Hui! Papa, ich liebe den Strand. Peppa und Schorsch lieben den Strand. Alle lieben den Strand. Peppa, Schorsch, wollt ihr mal mit euren Eimern und Schaufeln spielen? Oh ja, Mama. Papa, Papa, dürfen wir dich im Sand verbuddeln? Tja, Bitte, Papa.
Papi. Oh, na gut. Yippie! Peppa und Schorsch verbuddeln Papa Wutz im Sand. Halt, halt! So. Jetzt kannst du nicht mehr weg. Mein Kopf wird ein wenig heiß. Bekomme ich meinen Strohhut? Wenn du schön bitte sagst. Bitte, bekomme ich meinen Strohhut? Ja, bekommst du, Papa. Das ist fein. Vielleicht mache ich einfach ein kleines Schläfchen. Schorsch, sollen wir Sandburgen bauen? Peppa und Schorsch bauen Sandburgen. Zuerst füllen wir den Sand in die Eimer. Siehst du? Dann drehen wir die Eimer rum und klopfen drauf. Und heben sie wieder hoch. Hokus pokus. Eine Sandburg. Hokus pokus. Noch eine Sandburg. Peppa, Schorsch, Zeit nach Hause zu gehen. Und lasst nichts hier liegen. Wir müssen aufpassen, dass wir nichts vergessen. Handtücher, Strandtasche, Sonnenschirm und der Wasserball. Das ist alles. Ich glaube, wir haben etwas vergessen. Natürlich, wir haben den Hut vergessen. Papa! Wir haben Papa vergessen. Oh, ja, wir haben Papa vergessen. Hä? Was? Papa, fast hätten wir dich hier vergessen. Aber Schorsch hat an dich gedacht. Schön, dass wenigstens Schorsch an mich gedacht hat. Spaghettibein. Peppa spielt mit ihrem Puppenhaus. Schorsch spielt auch mit. Peppa spielt Teekränzchen mit ihrer Puppenfamilie. Also, Schorsch, ich bin Mama und Papa und du kannst die Kinder sein. Kinder, bevor ihr euch hinsetzt, müsst ihr euch die Hände waschen. Schorsch bringt die Puppen ins Bett. Hallo. Schorsch, warum bringst du die Puppen ins Bett? Sie sollen noch Tee trinken. Schorsch liebt es, die Puppen ins Bett zu bringen. Kinder, kommt sofort herunter. Oder ihr bekommt nichts mehr ab vom Kuchen. Schorsch hört nicht zu. Er ist zu beschäftigt, die Puppen ins Bett zu bringen. Schorsch, wenn du mit meinem Puppenhaus spielen willst, musst du mir beim Teekränzchen helfen. Hier, Schorsch. Du kannst Wasser in die Teekanne füllen. Kinder, kommt sofort herunter. Ja, Mami, wir kommen. Schorsch möchte Wasser in die Teekanne füllen. Oh. Schorsch hat im Waschbecken eine Spinne entdeckt. Schorsch möchte, dass die Spinne sein Freund wird. Oh. Schorsch mag die Spinne. Die Spinne mag Schorsch. Peppa liebt es, Teekränzchen zu spielen. Wo sind die Schokoladenkekse, Papa? Wir hatten gestern noch ganz viele. Oh, tut mir leid, Mama. Ich muss sie wohl aufgegessen haben. Ho, ho, ho. Schlimmer, Papa. Schorsch bringt die Spinne ins Bett. Heia. Schorsch, was machst du denn? Du sollst mir doch beim Teekränzchen helfen. Ah! Ah! Hilfe! Hilfe! Papa, da ist eine Spinne im Kinderzimmer. Keine Sorge, Peppa. Bitte, Papa, mach sie weg. Kein Grund zur Panik. Hallo, Schorsch, hast du die Spinne gesehen? Die ist eklig. Bitte bring sie weg. Du brauchst dich doch nicht zu fürchten, Peppa. Spinnen sind sehr, sehr klein und sie können dir nichts tun. Aber keine Sorge, Papa bringt sie aus dem Zimmer. Wow. Die ist ganz schön groß, oder? Ich hol mal gerade Mama Wutz. Mama Wutz! Hallo,
Hallo, Herr Spaghettibein. Peppa ist schon ein bisschen mutiger. Es gefällt ihm in meinem Puppenhaus. Hallo, Kinder. Ihr habt also eine Spinne gefunden. Ich bringe sie aus dem Kinderzimmer, damit ihr spielen könnt. Mama, sein Name ist Herr Spaghettibein. Oh, Herr Spaghettibein ist ja ganz schön groß. Peppa und Schorsch mögen die Spinne. Hiya. Schorsch bringt die Spinne ins Bett. Nein, Schorsch. Er möchte Tee trinken. Er will doch noch nicht ins Bett. Hast du Hunger, Herr Spaghettibein? Möchtest du etwas Kuchen essen? Peppa hat keine Angst mehr vor der Spinne. Mama, Papa, setzt euch. Wir machen jetzt ein Teekränzchen mit Herrn Spaghettibein. Wer möchte Tee? Ich bitte. Ich bitte. Köstlich. Peppa liebt es, Teekränzchen zu spielen. Hier ist dein Tee, Herr Spaghettibein. Was sagst du? Du möchtest meinem Papa Hallo sagen? Hallo, Herr Papa Wutz. Schon gut, Peppa. Lass Herrn Spaghettibein seinen Tee trinken. Du hast doch nicht etwa Angst, Papa? Oh nein, natürlich nicht. Nicht so nah. Peppa mag Herrn Spaghettibein. Alle mögen Herrn Spaghettibein. Opas Boot. Opa und Oma Wutz machen mit Peppa und Schorsch eine Bootsfahrt auf dem Fluss. Willkommen an Bord, Matrosen! Peppa, Schorsch, zieht eure Schwimmwesten an. Wenn Peppa und Schorsch auf dem Boot von Opa Wutz sind, müssen sie Schwimmwesten tragen. Auf diesem Boot bin ich der Kapitän. Ei, ei, Captain. Ei, ei, Captain. Wenn Captain Opa sagt, was so zu tun ist, müsst ihr es auch tun. Außer es ist etwas Dummes. Captain Opa sagt nie etwas Dummes. Natürlich nicht, Captain Opa. George, hisst die Flagge. Peppa, läute die Glocke. Ei, ei, Captain. Oma Wutz ans Steuerrad. Ei, ei, Captain. Volle Kraft voraus. Vielleicht solltest du etwas langsamer fahren, Opa Wutz. Gute Idee, Oma Wutz. Ich möchte nicht das ganze Benzin verbrauchen. Opa, ich fand es schön so schnell. Keine Sorge, Peppa. Wir fahren später noch schnell. Guck mal, da ist noch ein Boot. Das ist Opa Kleff. Er macht eine Bootsfahrt mit Klausi Kleff. Ahoi, ahoi, Opa Kleff. Ahoi, ahoi, Opa Wutz. Hallo, Klausi. Hallo, Peppa. Opa Kleff ist der beste Freund von Opa Wutz. Ich bin überrascht, dass dein alter Kahn immer noch schwimmt, Opa Kleff. Der ist doch bestimmt schon so alt wie du. Mein alter Kahn ist immer noch viel schneller als dein rostiger Eimer, Opa Wutz. Na gut, du alter Seehund. Wir machen ein Rennen. Du wirst verlieren, Wasserschwein. Ihr beide benehmt euch wie kleine Kinder. Opa Kleff hat mich Wasserschwein genannt. Du hast ihn zuerst Seehund genannt, Opa. Du solltest dich entschuldigen. Nur wenn er sich zuerst entschuldigt. Opa, entschuldige dich bei Opa Wutz. Er ist dein bester Freund. Nein, er ist ein Wasserschwein und mein Boot ist schneller als seins. Na gut, Seehund. Wir machen ein Rennen bis zur Brücke. Wir zählen bis drei. Eins, zwei, los! Du bist zu früh gestartet. Hol mich doch ein, Wasserschwein! Seehund! Und du kannst nicht schneller als so? Du kriegst mich nicht! Gewonnen! Oh je, das Boot von Opa Wutz hat kein Benzin mehr. Sehr schlau, Captain Opa. Vielleicht bin ich doch ein bisschen schnell gefahren. Wie kommen wir nach Hause?
guckt mal, da ist Opa Kleff. Opa Kleff kann uns abschleppen. Ich lass mich doch nicht von diesem Seehund abschleppen. Wer sagt, dass ich dich abschleppen würde, Wasserschwein? Ach, werdet ihr denn nie erwachsen? Opa, entschuldige dich bei Opa Kleff. Entschuldige, dass ich dich Seehund genannt habe. Opa, entschuldige du dich bei Opa Wutz. Entschuldige, dass ich dich Wasserschwein genannt habe. So ist gut. Opa Kleff, kannst du uns nach Hause abschleppen, bitte? Es wäre mir ein Vergnügen, Madame. Fang das, Captain. Ei, ei, Skipper. Opa Kleff ist der allerbeste Freund von Opa Wutz. Opa Kleff schleppt das Boot von Opa Wutz nach Hause. Die Hauptsache ist, ich hab das Rennen gewonnen. Opa Wutz. Schlimmer Opa Wutz. Peppa, läute die Glocke. Ei, ei, Captain Opa. Einkaufen. Peppa und Schorsch gehen einkaufen. Peppa und Schorsch kaufen gerne ein. Schorsch liebt es, im Wagen zu sitzen. Peppa eigentlich auch. Papa, kann ich nicht auch im Wagen fahren? Hoho, du bist schon zu groß dafür, Peppa. Oh. Hilf mir doch beim Einkaufen. Ja, gerne. Wir haben 4 Sachen auf der Liste. Tomaten, Spaghetti, Zwiebeln und Obst. Ich werde das holen. Hier entlang. Peppa und Schorsch lieben es, einzukaufen. Peppa, zuerst brauchen wir Tomaten. Ich sehe sie, ich sehe sie. Hier sind die Tomaten, Mama. Gut gemacht, Peppa. 1, 2, 3, 4. Jetzt leg sie in den Wagen. Hier sind die Tomaten. Gut gemacht, Peppa. Tomaten, die können wir von der Liste streichen. Was steht noch auf der Liste? Spaghetti. Patetti. Das stimmt, Schorsch. Aber man sagt Spaghetti. Patetti. Spaghetti mögen Peppa und Schorsch am liebsten. Wo wohl die Spaghetti sind? Ich kann sie sehen. Hier entlang. Spaghetti. Guck, Mama, hier sind die Spaghetti. Gut gemacht, Peppa. Wir legen die Spaghetti in den Wagen. Ja, Mama. Patetti. Schorsch, es heißt Spaghetti. Pidetti. Was sagt unsere Liste, Peppa? Chips. Chips sind nicht auf der Liste. Wir haben jede Menge Chips zu Hause, Peppa. Rate noch einmal. Ich erinnere mich nicht mehr daran. Erinnerst du dich, Schorsch? Sausier. Dinosaurier? Schorsch, es gibt doch keine Dinosaurier im Supermarkt. Nein, Schorsch, der nächste Punkt auf der Liste sind Zwiebeln. Zwiebeln! Jetzt fällt's mir wieder ein. Hier sind sie. Gut gemacht. 1, 2, 3, 4. Zwiebeln. Sehr gut. Das war's fast schon von unserer Liste. Jetzt fehlt nur noch eine Sache. Eine Pflanze? Steht die auf der Liste? Aber nein, Schorsch. Als letztes auf der Liste steht noch Obst. Oh. Sei nicht traurig, Schorsch. Du kannst das Obst aussuchen. Wo ist das Obst? Da drüben. Es gibt Äpfel, Orangen, Bananen und eine sehr große Melone. Welches Obst sollen wir nehmen, Schorsch? Äpfel? Orangen? Bananen? Eine Melone. Das ist die Kasse, an der alles bezahlt wird. Tomaten, Spaghetti, Zwiebeln, Melone,
Schokokuchen. Schokokuchen? Schokokuchen? Steht der auf der Liste? Peppa, hast du den Schokokuchen in den Wagen gelegt? Nein, Mama. Schorsch, hast du den Schokokuchen in den Wagen gelegt? Nein. Also ich war das auch nicht. Wer war es dann? Ich dachte, er wäre lecker zum Pudding. Papa Wutz. Schlimmer Papa. Entschuldigt, er sieht einfach zu köstlich aus. Er sieht wirklich lecker aus. Oh, tun wir so, als wäre er auf der Liste. Schokokuchen. Hurra! Meine Geburtstagsparty. Peppa hat Geburtstag. Es ist noch sehr früh am Morgen. Ich hab Geburtstag! Schorsch, wach auf! Ich hab Geburtstag! Wir feiern heute eine Party. Und Papa macht eine Zaubershow. Schnell, Schorsch, wir wecken Mama und Papa auf. Mama und Papa Wutz schlafen noch tief und fest. Wach auf, ich hab Geburtstag. Wach auf. Hey. Wie spät ist es? Es ist sehr spät. Es ist 5 Uhr früh am Morgen. Ja, der Tag ist schon bald um. Na gut, dann fangen wir sofort an zu feiern. Yippie! Mama, Papa und Schorsch geben Peppa ihre Geschenke. Herzlichen Glückwunsch, Peppa. Oh, was ist denn das? Ein Puppenkleid. Das ist was für Teddy. Danke, danke schön. Gern geschehen, Peppa. Ich wusste gar nicht, dass Teddy ein Mädchen ist. Oh, Papa, natürlich ist Teddy ein Mädchen. Mein neues Kleid ist sehr schick. Dankeschön. Gern geschehen, Teddy. Mach es nicht schmutzig. Weißt du, was als nächstes kommt, Peppa? Ja. Meine Freunde kommen zu meiner Geburtstagsparty und Papa macht eine Zaubershow. Haha, niemand wird ahnen, dass der Zauberer dein Papa ist. Du musst mich ankündigen mit der unglaubliche Mysterio. Der glaubliche Mr. O. Ja, der unglaubliche Mysterio. Papa hat die Zaubertricks gut geübt. Wochenlang. Meine Freunde kommen. Yippie! Da sind Peppas Freunde. Molly Mietze, Luzi Locke, Klausi Kleff, Luisa Löffel und Pedro Pony. Hallo alle zusammen. Herzlichen Glückwunsch, Peppa. Nee. Kommt, Kinder, die Party kann losgehen. Hurra! Papa Wutz gibt eine Zaubervorführung. Peppa, denk daran, dass du sagst, meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir den unglaublichen Mysterio. Ist gut, Papa. Meine Damen und Herren, hier kommt Zauberpapa. Hurra! Ich präsentiere meinen ersten Trick. Abracadabra! Oh, es ist Teddy! Für meinen nächsten Trick brauche ich einen Helfer aus dem Publikum. Ich brauche nur einen. Junge Dame, Sie haben sich zuerst gemeldet. Verraten Sie uns Ihren Namen? Luzi Locke. Gut, Luzi. Hier sind 3 Bälle. Ein roter Ball, ein blauer Ball und ein gelber Ball. Okay. Wählen Sie jetzt heimlich einen aus, während ich mich umdrehe. Okay. Haben Sie schon gewählt? Ja. Abracadabra, Sie haben gelb. Nein. Abracadabra, blau. Nein. Abracadabra, rot. Ja, es war der rote. Hurra! Dummer Zauberpapa, du hast alle Farben aufgezählt. Psst, Peppa, sag es keinem weiter. Möchtet ihr noch einen Trick sehen? Ja, bitte! Macht eure Augen zu, nicht gucken. Sprecht das Zauberwort Abracadabra. Abracadabra! Augen auf. Oh! Hurra!
Lass die Kerzen aus, Peppa. Hurra! Herzlichen Glückwunsch, Peppa! Vielen, vielen Dank. Das ist der beste Geburtstag überhaupt. Papas neue Kamera. Herr Zebra, der Postbote, bringt ein Paket zu Peppas Haus. Paket für Sie, Papa Wutz. Herzlichen Dank, Herr Zebra. Wiedersehen. Seht mal, gerade kam ein Paket mit der Post. Wer kann raten, was da drin ist? Sausia. Oh, Schorsch. Musst du immer zu allem Saurier sagen? Hoho, das Paket ist viel zu klein für ein Dinosaurier-Paket. Ich glaube, es ist ein neues Spielzeug. Du bist ganz nah dran. Ich weiß, was es ist. Deine neue Kamera. Ein neues Spielzeug für Papa Wutz. Ganz richtig. Es ist eine Videokamera. Damit können wir Filme drehen und im Fernsehen angucken. Darf ich als Erste probieren, Papa? Hoho, das ist ein bisschen zu schwierig für Kinder, Peppa. Sogar ich muss zuerst die Anleitung lesen. Das ist ja komplizierter, als ich dachte. Luzi Lockes Mama hat auch eine Videokamera. Die schaltet sie mal so an. Oh, sehr gut, Peppa. Schön, dass Sie die Video 3000 gekauft haben. Ich kann es kaum erwarten, Ihren ersten Film aufzunehmen. Kann man diese Stimme irgendwie abstellen? Ich weiß nicht. Schön, dass Sie die Video 3000 gekauft haben. An Luzis Kamera muss man nur den Knopf hier drücken und dann ist Ruhe. Schön, dass Sie die Video 3000... So, jetzt redet sie nicht mehr. Gut gemacht, Peppa. Was soll ich zuerst filmen? Film mich! Na gut, Peppa. Hallo, ich bin Peppa Wutz. Kommt alle her. Hallo, ich bin Peppa Wutz. Nochmal, nochmal. Na gut. Hallo, ich bin Peppa Wutz. Nochmal, nochmal. Hallo, ich bin Peppa Wutz. Nochmal, nochmal. Wir könnten ja auch mal was Neues filmen. Ich weiß was. Papa Wutz geht aus dem Zimmer und wir drehen einen Film für ihn. Hier lang. Papa Wutz muss in der Küche warten, während Mama Wutz, Peppa und Schorsch einen geheimen Film drehen. Nicht lauschen, Papa Wutz. Wir müssen uns alle was ausdenken. Schorsch, willst du als Erster? Seid ihr soweit? Kann ich reinkommen und den Film sehen? Fertig. Du kannst wieder reinkommen. Schorsch hat ein Video gedreht und Peppa auch. Gucken wir den Film von Schorsch zuerst. Sausia! Schorsch tut so, als wäre er ein Dinosaurier. Was für ein furchterregender Dinosaurier. Oh je, Schorsch hat Angst bekommen. Hab keine Angst, Schorsch. Das ist kein richtiger Dinosaurier im Fernsehen. Das bist du. Sausia! Jetzt gucken wir Peppas Film an. Ho, ho, ho! Wer soll das denn sein? Ich bin Papa Wutz. Ho, ho, ho! Verstehe. Wisst ihr, warum mein Bauch so dick ist? Ganz einfach. Ich esse nämlich so gerne Plätzchen. Mein Bauch ist nicht dick. Aber es stimmt, dass ich gern Plätzchen mag. Und je mehr du isst, desto dicker wird dein Bauch. So, und was kommt jetzt? Das ist mein süßer kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das bin ich. Und das ist der echte Papa Wutz. Theaterstück.
Peppas Spielgruppe möchte ein Theaterstück aufführen. Rotkäppchen und der böse Wolf. Hurra! Alle Kinder spielen bei dem Stück mit. Sie müssen zu Hause üben. Peppa spielt das Rotkäppchen. Mama Wutz hat ihr Kostüm genäht. Papa Wutz hilft ihr beim Textlernen. Also, Peppa, was musst du sagen? Ich bin das kleine Rotkäppchen. Sehr gut. Und dann? Ich besuche meine Großmutter. Ich besuche meine Großmutter. Bravo, Peppa! Klausi Kleff spielt den großen bösen Wolf. Opa Kleff und Mama Kleff helfen ihm beim Proben. Ich bin der große böse Wolf. Möglichst nicht lachen, Klausi. Du musst furchterregender sein. Versuch es mal so, Klausi. Ich bin der große böse Wolf und ich fresse euch alle. Siehst du? Ja, das war echt furchterregend. Pedro Pony spielt den Jäger. Er rettet Peppa vor dem großen bösen Wolf. Ich bin der Jäger und... Pedro ist ein bisschen schüchtern. Nee, du sagst, ich jage dich davon, du großer böser Wolf. Hau ab, gemeiner Wolf. Gut gemacht, Pedro. Luisa Löffel spielt die Großmutter. Was muss ich sagen, Mama? Mal sehen. Am Anfang des Stücks sperrt dich der große böse Wolf in einen Schrank. Dann ganz am Ende des Stücks rettet dich der Jäger. Und du sagst, Dankeschön. Dankeschön. Das war gut, Luisa. Alle sind gekommen, um das Theaterstück zu sehen. Meine Damen und Herren, willkommen zu unserer Aufführung Rotkäppchen und der böse Wolf. Zuerst stellen sich die Schauspieler vor. Bitte, bitte, mit Rücksicht auf die Schauspieler, nicht fotografieren. Und jetzt beginnt unser Stück. Großmutter ist zu Hause. Doch wer ist dieser Besucher? Ich bin der große böse Wolf. Gut gemacht, Klausi! Oh je, Klausi hat seinen Text vergessen. Großmutter, du musst in den Schrank gehen. Geh in den Schrank. Der große böse Wolf tut so, als wäre er die Großmutter. Oh. Ich bin das kleine Rotkäppchen. Ich besuche meine Großmutter. Bravo, Peppa! Papa, du darfst nicht fotografieren. Ups, Verzeihung, Peppa. Mach weiter. Ich besuche meine Großmutter. Oh, du siehst nicht aus wie meine Großmutter. Warum hast du so große Augen? Warum hast du so große Zähne? Du bist nicht meine Großmutter. Du bist der große böse Wolf. Hilfe, zu Hilfe! Doch seht, wer ihr ist, gerade noch rechtzeitig. Pedro der Jäger. Hilfe, zu Hilfe? Gerade noch rechtzeitig, Pedro der Jäger. Pedro ist ein bisschen schüchtern. Pedro, möchtest du, dass ich dich begleite? Ja, bitte. Du bist ein ganz unartiger Wolf. Ich hab dich gerettet, Großmutter. Hurra! Dankeschön. Bravo! Bravo! Pedro, du warst wirklich gut. Du warst fast genauso gut wie ich. Thank you.